Und weiter geht's mit Minecraft Reboot. Wir müssen diese Folge des ME-Systems zum Laufen kriegen. Genau. Hab ja meinen Stromfehl vom letzten Mal, ist korrigiert. Strom läuft immer noch, alles klar. Zwei so eine Windeier da oben waren zu wenig, haben wir jetzt halt fünf. Fünf ist gut, fünf läuft. Gut, dann hatten wir ebenfalls die... Na, sag schon. Die ersten Prozessoren soweit fertig. Was ich aber jetzt brauche ist... Nein, nicht ist, sondern sind... Die fertigen... Genau, die fertigen Prozessoren, weil die Schaltkreise hatten wir schon mal vorbereitet. Dit wart. Warte, jetzt bin ich gerade völlig irritiert. Wir brauchen... Hatten wir jetzt nur schon Silikon gemacht oder hatten wir jetzt keins gemacht? Ich weiß, uns fehlte Silikon. Offensichtlich ja nicht. Nicht Silikon, Silizium. Mann. Nee, haben wir uns eins gehabt. Na gut, alles klar. Dann ist es halt so. Machen wir erstmal diesen hier. Toll. Gib mir Silizium. Verdammt Angst. Okay, dann müssen wir ein bisschen anders versuchen. Dann bereiten wir uns schon mal etwas vor für die nächste Runde. Was machen wir denn hier überhaupt hier? Na komm, machen wir von jedem einfach Zähne. Wir haben ja von allem so ein bisschen genug. So, haben wir auch. Netherquarz, da. Obwohl, Netherquarz müsste eigentlich auch gehen. Haben wir jetzt hier noch irgendwo rein Zertus gehabt? So, hier war auch noch Nether. Das waren Zähne. Das ist erst nur Plastik hier, wa? Na, ist egal, dann machen wir erstmal 7. Nicht weiter wild. So, und 10 Sand brauchen wir noch. Stimmt nicht? 7. Ich hätte jetzt ja echt gedacht, dass wir noch ein bisschen mehr übrig gelassen haben vom letzten Mal. So kann man sich irren. So. Die hauen wir da rein. Die können erstmal wachsen. Ja, das siehst du mal. So. Ein bisschen Lava haben wir schon. Knapp 21 Eimer. Was sagt er hier? Oh. Wir können das nochmal und da nochmal. Haben wir auch. Wenn man sich um so viele Sachen gleichzeitig kümmert, kommt man doch ein bisschen durcheinander. Wir haben hiervon. Wir können mit den Gelben. Was schaffen denn die Gelben eigentlich? Welche Erze? Ah ja, wir können Redstone können wir machen. In falsche Richtung hier. Redstone, Glowstone, Obsidian. Redstone, Glowstone, Obsidian. Alles klar. Wir nehmen Redstone. Hab ich eigentlich schon Glowstone da gehabt? Ich befürchte ja noch nicht, wa? Davon. Dann haben wir noch mal 4 davon. Wo habe ich das Obsidian hingepackt? Oder hat jetzt schon wieder alles verbraucht? Egal. Wir haben Produktion. 1, 2, 3, 4. Stimmt nicht. So. Hat jetzt nur Kohlecrops gehabt, ne? Ja, genau. So, nächste Stufe. Die gelben Crucio-Essenzen haben wir. Das heißt, wir können jetzt hier noch ein Obsidian machen bei uns fertig. Wir machen uns ein Redstone fertig und machen uns ein Glowstone fertig. Hätte ich jetzt gesagt, wenn uns nicht die Samen ausgegangen wären. So.
Brauchen wir nicht ein paar mehr? Ah, die brauchen wir erstmal nicht. So. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Man nicht zielen kann. Super. Können wir schon mal die nächsten Essenzen machen hier. Dann haben wir immer mehr als genug Erze in der Produktion. Da kann auch mal der Strom ausfallen, weil die Wand, die Pflanzen, die wachsen halt trotzdem. Das ist den Scheiß egal. Gut. Jetzt müssten hier der... Genau, der ist fertig. Den nehmen wir jetzt wieder mit. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir langsam mal hier anfangen. Ah ja. Wir brauchen Silikon. Da. Silizium. Himmelarsch. So, wie viel brauchen wir dafür? Wir brauchen 10, 20, 24 Stück. 34 Stück. Genau. Na gut, können ein bisschen was mehr. Wir haben manchmal... Na, egal. Müssen wir jedenfalls fertig machen. Können wir uns vielleicht schon eine Kapazität... Die können wir jetzt gar nicht machen. Ah, echt warten, bis es fertig ist hier. Ja, fangen wir schon mal an. Man könnte sich jetzt hier in den... In die Gravurmaschine noch ein paar Beschleunigungs-Updates drin packen. Kommen wir aber nicht ganz weit, weil dazu brauchen wir erstmal die Prozessoren. So, Silizium da unten rein und wir haben... Ja, das war Blödsinn. Das muss da rein, in die Seite. Genau. Dauert jetzt einen kleinen Augenblick wieder. Ah, aber dann haben wir das wenigstens alle so langsam hinter uns. Wenn das ME-System steht, dann würde ich sagen, machen wir uns irgendwie ans Haus ran. Dass wir hier so ein bisschen Bild drin kriegen, ein bisschen Fläche kriegen, den Füller aufstellen, halt ein bisschen Ebenen hier. Genau. Und den Füller durchkloppen. 35. Kommen wir schon auf 30. Ihr seht, die Ausbeute ist nicht unbedingt immer so schön. Ja, so ein Stack Sand bringt vielleicht einen halben Stack Silizium. Könnte man sich eigentlich mehr vorstellen. Aber so kann man sich irren, nicht? Das sollte... Kommt überhaupt noch einer raus? Ah. Aber man könnte jetzt hier noch Feuersteine drin packen, ne? In der Hoffnung... Haben wir noch Kies, haben wir hier noch? Einfach nur in der Hoffnung, dass man denn da... naja, so ein bisschen mehr rauskriegt. Ne? Die Feuersteine sind eine Art Beschleuniger und haben so einen kleinen Glücksfaktor mit dabei. Okay. So, das sollte erstmal reichen. Das läuft dann da durch. So, dann lassen wir nochmal das Gold durchlaufen mit dem Logikdruck. Den Diamanten mit dem Konstruktionsdruck. Den reinen Netherquarz, geht auch Zertusquarz, für den Kalkulationsdruck. Ja. Dann alles noch zusammen mit dem Redstone und den Silizium-Schaltkreisen hier. Wie heißt das hier? Nee, gedrucktes Silizium. Und dann haben wir endlich auch die Schaltkreise. Himmelarsch. Okay, na dann gucken wir mal, ob wir uns den Füller derweil herstellen können. Den Füller brauchen wir dann zum Leeren. So, Buildcraft. Na gut, und Platzmarker ist das geringste Problem. Achso, Lapis. Wir brauchen sowieso 5. Eins zum Herstellen und 4 nachher zum Aufstellen. So. Können wir uns schon mal überhaupt vorbereiten? Ja, das war jetzt natürlich wieder Blödsinn, was ich gemacht habe, aber was soll's? Okay, so eine Werkbank ist das geringste Problem. Brauchen wir nur ein bisschen Holz. 1, 2, 3, 4.
Habe ich wieder irgendwas vergessen, was ich brauchte? Ach ja, eine Kiste, zwei Goldzahnräder. Zwei Goldzahnräder. So, haben wir auch. Eine Truhe brauchen wir noch. Davon haben wir auch mehr als genug schon gemacht. Diesmal habe ich mich daran erinnert. Und ich brauche zweimal schwarzen Farbstoff. Können wir, glaube ich, auch Tinte für nehmen. Hallo? Na gut. Okay. Was fehlt denn jetzt noch? Ach so. Ernsthaft? Schwefel? Und gelber Farbstoff. Oder gelber Farbstoff. Gelben Farbstoff haben wir ja. Ah, siehste mal. Einwandfrei. Gut. Das haben wir auch. Dann werde ich mir jetzt noch einen Windgenerator machen. Damit wir ein bisschen Strom für die Kiste generieren können. Eigentlich schon fast zu schade, hier so Fülle. Huch. So viel Material zu verballern. Aber er rentiert sich, das zahlt sich alles ganz schnell wieder aus. Können wir eigentlich auch gleich zwei machen. So, eins. Ach nee, die stecken sich ja nicht, genau. Okay, machen wir zwei. Die hat sich hier vergessen. Warum auch immer. Einer von 5 Millionen Gründe mehr, warum ich endlich ein Kinosmium? Einer von 5 Millionen Gründe, warum ich endlich das ME-System haben will. Manu! Was fehlt denn jetzt hier? So. Ich hab doch alle da. Der kommt hier rein und Osmium kommt hier oben ruf. Nee. Nee. Warte mal, jetzt habe ich gerade völlig verwirrt gerade. Doch. Ist doch richtig. Den machen wir dahin und den machen wir dahin. Ist mir gerade zu hoch. Egal. Ist egal, ist egal. So, räumen wir schnell wieder ein bisschen was aus hier, weil wir brauchen nämlich gleich nicht mehr alles. Keine Ahnung, warum wir jetzt den schwarzen Farbstoff nicht gebraucht haben. Ich hätte meinen können. Ist mir gerade wurscht. Wenn er es nicht haben will, muss er ja nicht. So, das machen wir da wieder rein. Und dann sollten wir eigentlich soweit alles haben. Halt, die brauchen wir trotzdem. Die brauchen wir zum Aktivieren der Leitung. Haben wir noch Stromkabel bei? So viel brauche ich ja nicht. Itemleitung. Ja, das reicht. So, dann können wir hier schon die ersten Schaltkreise produzieren. Wir nehmen jetzt den Konstruktionsdruck und kloppen da den Diamant mit rein. Wäre natürlich schön, wenn man jetzt hier auch überhaupt einen Ausgang hätte. Wa? Dann kann man das alles so nacheinander reinlegen. Na gut. Egal, egal, egal. Achso, siehst du, bevor ich aber den rankloppe, sollte ich wahrscheinlich die Bäume vorher fällen. Wäre sonst ein bisschen schade drum, weil alles, was der Füller jetzt nämlich abbaut, ist dann auch weg. Wie gesagt, ihr habt da ja gesehen, zum Herstellen ist der absolut einfach. Und wie er funktioniert, ist noch einfacher. Ja. Ich hätte ja eine Axt, die ein bisschen schneller ist. Kleines Müh. Oh. Kostet wieder alle Zeit hier. Was könnte man zum Füller schon erzählen? Gut, der Füller kann natürlich füllen. Dafür braucht er halt bloß eine Kiste nebenan mit einer Leitung, die ihm die ganzen Materialien halt zuspielt. Aber ich benutze halt den Füller, oder auch Filler halt, wie er im Englischen denn heißt, eigentlich nur zum Einebnen von der Fläche. Ja, das mache ich nicht, weil ich zu faul bin zum Abbauen, sondern es geht einfach wesentlich schneller. Es ist einfach bloß eine Arbeitserleichterung. Aber hat den großen Nachteil, alles, was der abbaut, ist dann auch weg.
Also ich brauche daneben keine Kiste stellen oder irgendwas. Der Diebs, was er da hat, ist weg. Gibt's nicht mehr. Ja. Und das Schlimme daran ist noch oben drauf, man schafft automatisch eine so weit von ideale Spawnfläche, weil der dann wirklich eben ist. Ja. Na, komm her hier. Ja, was er jedenfalls nicht macht, ist Wasserspots abbauen. Also Wasserspots, die bleiben halt bestehen. Ne? Sind ja keine festen Blöcke. Das wäre noch erwähnenswert, aber doch, das zeige ich euch auch dann gleich. Sofern wir hier die Bäume weg haben. Ist nicht wahr jetzt. Oh. Hätte ich ja von selbst drauf kommen können, wa? Mein Gott, Walter. Ach, dann scheiß drauf. Ist mir jetzt Latte. Folgendes. Wir müssen ja jetzt dem Füller müssen wir jetzt ja sagen, wie weit er arbeiten darf. Ne? Und dazu brauchen wir die Platzmarker. So. Und immer auf der Höhe von der... Oh, der Höhe von dem Platzmarker ist es halt auch die Höhe, wo er abbaut. Sprich, wir sagen jetzt, alles klar. Sprich, den Weg möchte ich ja damals nachher noch selber hinsetzen. Also soll er genau auf Wegeshöhe abbauen. Und wie hoch der jetzt allerdings abbaut, das sehen wir jetzt dann gleich. Nicht wie hoch, sondern wie weit. Deswegen halt die Redstone-Fackel. Das könnt ihr sehen, wenn ihr die Redstone-Fackel daneben setzt. Damit aktiviert ihr den erstmal. Nur um zu sehen, wie weit ihr halt, ob ihr halt in der Flucht drinne seid, ob die Bahn die gleiche ist. Wenn ihr gut zählen könnt, wie gesagt, 64 Blöcke in alle Richtungen. Das kann er jedenfalls. Aber, damit es nicht so schwierig ist, mache ich es ja selber auch so. Natürlich die Frage, sind wir jetzt schon 64 Blöcke weit weg oder sind wir sie nicht? Keine Ahnung. Nee, da ist er noch. Seht ihr? Der ganze, wie sagt man das so? Der ganze Lichtfluss geht wirklich bis zum Ende durch. Ja. Und hier ist Ende. Alles klar. So, Bruchstein, dann sagen wir ihm hier, zack. Da ist Ende. Empfehlen würde ich immer, wenn der Füller nachher aufgestellt ist, dass ihr euch dann die Platzmarker wiederholt. Weil in dem Augenblick, wo das Ding aktiviert wird, bleibt der, ploppen die halt weg. Die Platzmarker. So, ich meine, man braucht halt, der Vorteil ist eben noch bei Buildcraft, ne, ist ja hier Buildcraft Mod, man braucht halt nur drei Marker für eine Fläche setzen, weil er sich dann halt den vierten Marker logischerweise automatisch denkt, weil so doof ist denn Buildcraft doch nicht. Aber ja. Aber nach oben hin brauchen wir halt den vierten, weil wir mir auch die Höhe festlegen müssen. Und da reicht eigentlich dann einer aus. So, jetzt stelle ich gerade fest, hier haben wir gar nichts. Sind wir zu weit? Sind wir echt zu weit? Ach da. Hä? Bin die gerade völlig falsch vom Haus gerade abgebogen? Auch nicht schlecht. Dann gehen wir mal hier runter. Ja, keine Sorge nachher, das machen wir alles noch zu. Alles gut. Wenn man natürlich clever ist, dann kann man sich einfach mal merken, auf welcher Höhe man den ersten Marker gesetzt hat. Den sucht man im Nachhinein nicht so dolle wie ich jetzt. Da ist er. Ah ja, aber alles eine Frage der Überlegung. So, sehr schön.